Wenn du eine aufrechte Position gefunden hast, du sicher bist, dass dein Handy ausgeschaltet ist, du möglichst nicht abgelenkt wirst. Für einen kleinen Moment schließ deine Augen. Und wir beginnen, unseren inneren Zustand beibehaltend mit einer ganz leichten Klopfmassage. Halte ganz bewusst mit den Fingerspitzen, vorsichtig, sanft, auf das Herzzentrum. Du kannst deine Augen geöffnet halten, aber deine Wahrnehmung geht immer mehr nach innen. Wie fühlt dieses Klopfen sich an und was passiert, wenn du abwechselnd links und rechts klopfst? Dann nach oben klopfst. Für mich immer wieder die Kontrolle. Wie geht's diesem Kontrollpunkt für die Lunge? Fühlt, wenn der zu schmerzhaft ist, weiß ich, okay, die Lunge braucht ein bisschen Pflege. Machen wir das gleich, indem wir den Lungenmeridian nach unten klopfen. Wir müssen nicht ganz genau den einzeichnen. Wir klopfen aber den Innenarm nach unten, über Zeigefinger und den Daumen wieder nach oben an der Außenseite. Dann klopf auf deine Schulter. Richte deinen Kopf nach rechts. Du kannst auch hier zusätzlich dein linkes Ohr ein bisschen nach oben heben in deiner Vorstellung, sodass dieser Muskel mehr gedehnt wird. Dann komm zurück. Fingerspitzen klopfen wieder aufs Zentrum. Hand wechseln. Ich klopfe jetzt mit der linken Hand. Geh zum rechten Alarmpunkt für die Lunge. Wo? Ganz einfach, du findest hier das Schlüsselbein, geh etwas nach unten in diese Mulde hier. Ja. Hier findest du eine Mulde, eine Vertiefung. Bin nicht sicher, dass Mulde außerhalb von Österreich gebräuchlich ist. An der Innenseite geht es nach unten, zur Hand, über den Zeigefinger und Daumen an der Außenseite wieder nach oben. Vergiss nicht deine Schulter. Kopf schaut nach links. Rechtes Ohr wandert in Richtung Decke. Tolle Übung bei Nackenproblemen, aber auch Schwindelzuständen oder Ohrgeräuschen. Komm zurück in die Mitte. Fühl diesen Raum im Brustkorb. Wir gehen auch ein bisschen weiter zur Pflege vom Wasserelement. Klopfen hier auf den unteren Rücken. Unteren Rücken zum Kreuzbein, über die Rückseite der Beine nach unten. An der Innenseite nach oben. Zum Bauch. Kurz um den Bauchnabel herum. Damit adressieren wir jetzt das zweite Organ, nämlich Partnerorgan vom Herz, der Dünndarm. Den könnt ihr euch so vorstellen, um den Bauchnabel herum. Und du nimmst noch einmal ganz kurz wahr, wie fühlt sich das, wenn du auf deinem Bauch trommelst. Lass deine Hände wieder nach unten sinken. Und wir gehen von hier in einen Stretch, also in eine breite Position. Breite Position. Drehen den rechten Fuß nach außen. Beugen das rechte Bein. Stützen uns hier einmal ganz gemütlich ab. Bauen hier Kraft auf in den Beinen. Und dann stell dir vor, du ziehst hier einen Bogen hier unten. Du hebst was hoch, ziehst es vor deiner Brust vorbei, ähnlich der Bogenschützenbewegung, und nimmst den Arm nach oben. Dabei atmest du ein, lässt den Arm über vorne nach unten sinken, mit einem leichten Zug nach vorne, ziehst wieder hoch, strecken, einatmen,
dreh dich nach vor, ausatmen. Wenn es zu anstrengend ist, kannst du dich auch so abstützen, ja, hochziehen, aber der Arm geht senkrecht nach oben, geht nach vor, Oberkörper dreht nach vor, geht tief. 1, 2, 3, 4, 5, halt hier den Atem kurz an, mach die Flanke lang und dreh hier nach unten. Einmal machen wir es noch. Ein, lang, 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 atmen, einatmen ist fertig, dreh nach vor, hier hast du Länge von hier bis zum Beckenkamm links, lass nach unten sinken und roll dich wieder, komm zurück in die Mitte, das Ganze in die auf die andere Seite. Beide Füße schauen im Moment noch so. Den linken Fuß drehe ich längs der Matte. Beug. Häufiger Fehler, das Knie kollabiert nach innen. Das tut weh. Also korrigier es wieder so, dass deine Kniescheibe, ihr wisst das eh schon, zum zweiten, dritten Zeh nach unten zeigt. Bin wieder in diese Position. Kleine Korrektur, schieb dein Becken nach vor. Falls du in dieser Position bist, schieb nach vor. Sink nach unten, wieder stelle ich mir vor, ich spanne den Bogen nach oben, gehe nach vor und lass wieder sinken. Zieh nach oben, 2, 3, 4, 5, vor, tief. Was macht die Atmung? Atmung geht in den Bauch, in die Flanke. Strecken, 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 vor, vor, bis du diesen Zug spürst. Schulterblatt rechts, Becken rechts, tief gehen. 1, 2, 3, 4, 5, vor, weit nach vorne greifen. 1, 2, 3, 4, 5, kurz halten, aus, 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 aus. Lass dich hier nach vorne hängen. Stell dazu die Füße parallel. Lass dich hängen. Die Hände dürfen auf den Boden gehen. Egal, ob du hier oben bist, ob du weiter unten bist, dein Kopf den Boden berührt. Halt hier einen Moment. Und dann schaukel oder pendel mit deinem Körper nach links. Nach rechts. Und immer in dieser Bewegung, so ist es zumindest bei mir, merke ich, dass ich mit jeder Wiederholung etwas tiefer sinke. Also hier tritt Entspannung ein im Hüftgelenk, im unteren Rücken, bis zu einer gewissen Grenze. Dann bleibe einen Moment hier. Kopf macht eine kleine Nickbewegung. Ich möchte hier noch Befreiung reinbringen in diesen Übergang vom Halswirbelsäule zum Hinterhaupt und dann komm langsam wieder hoch. Die Fersen gehen etwas nach innen, sodass wir wieder in dieser Außenrotation sind der Füße. Ich setze mich tief, schau einmal nach vorne und komm hoch. Einatmen, streck dich nach oben. Wieder auseinander. Gut. Noch einmal den rechten Fuß nach außen drehen. Jetzt, wir gehen nicht ins Yoga, aber in eine klassische Krieger- oder die Kriegerposition aus dem Yoga, die nehmen wir hier für die nächste Übung, für diesen kleinen Flow. Und hier geht es um Folgendes. Das rechte Bein beugt sich, schiebt wieder über den Fuß nach vor und wir sind in dieser Position. Habe ich heute Vormittag gerade unterrichtet mit einem Kunden und die Position war so, das ist, ich möchte hier quasi den erzeugen, diesen Fluss nach vorne. Wenn du das machst, haben wir eher eine Unterbrechung hier bei dieser Übung zumindest. Also lass die Hände sind parallel, Fingerstrecke nach vor, dann komm her, zurück, streck das vordere Bein, nimm die Hände her, Oberkörper 45 Grad, von hier wieder nach vor. Einatmen, ausatmen, schieb wieder vor in diese Dynamik, dann wieder heraus.
bleibe kurz in dieser Position. Spüre diese Armlinie, die haben wir schon mal kennengelernt. Eine Bahn durch die Arme durch. Vom Mittelfinger zum Mittelfinger. Von einer Handfläche zur anderen Handfläche. Komm wieder heraus. Du spürst auch die zweite Bahn. Und zwar, wenn wir jetzt herausgehen aus der Position. Hier kurz durch die Mittellinie des Beins nach unten spüren. Einmal geht's noch. Schieb noch einmal in die Weite. Komm in die Mitte zurück. Und wir bleiben hier. Füße drehen wieder nach vorne. Linke Fuß dreht sich parallel aus. Ich sinke einmal hier hinein zum Überprüfen, ob das Knie macht, was ich gerne möchte. Hand nach hinten, Hand nach vor und wieder zur Mitte. Einatmen, ausatmen. Das Gefühl, meine Arme sind diese Verlängerung, was auch stimmt anatomisch, von diesem Zentrum, von diesem Raum, von diesem Herzraum hier, von dem Brustkorbraum, anatomisch betrachtet, ausatmen in die Verlängerung, in die Weitung, einatmen wieder in die Mitte zurück. Ausatmen, schieben. Achtet bitte noch einmal auf eure Hände. Die sind bei dieser Übung auf Schulterhöhe, Arme auf Schulterhöhe, beide auf Schulterhöhe, Knie kurz halten und wieder zurück in die Mitte. Perfekt. Eine Übung für den Brustkorb. Wir nehmen die Arme nach hinten, hängen die Daumen ineinander. Ihr kennt die Übung schon. Daumen ineinander, ziehen hinten auseinander, einatmen und mit dem Ausatmen beug dich nach unten. Und mit der restlichen Beweglichkeit bring deine Arme über den Körper. Sollte dir schwindelig werden, bitte komm langsam wieder hoch. Das können wir jetzt alle gemeinsam machen. Noch einmal hoch, dann einatmen, Bauch, Rippen, Flanken abtauchen. Wir bleiben drei Atemzüge da unten. Bleiben noch einen Atemzug unten. Atme noch einmal tief ein. Nimm diese Dehnung innerlich wahr. Und dann komm langsam wieder hoch. Beweg deine Füße zusammen. Einmal in die Vorwärtsbeuge. Dann noch einmal hochrollen. Strecken. Jetzt spür deine Füße. Spür die Hände, die hier oben am Himmel andocken. Und lass dich noch mal nach unten sinken. Kleine vorbereitende Übung noch einmal. Für die Bahn, wenn wir das so nennen möchten, Nummer 1. Die Armbahn. Dreh dazu in einer Armspiralbewegung. Es ist nicht völlig falsch, wenn du so drehst. Wir können nach vorne, hinten, aber ich zeige die Variante vor, eine Gegendrehung. Wenn ihr auf meine Daumen achtet, einer dreht so. Also mit rechts, links, das lassen wir hier besser, wenn das Ganze spiegelverkehrt ist, sonst gibt es Knopf im Gehirn. Ihr dreht einmal im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Kommen zur Mitte zurück. Ihr habt hier diese Verschraubung gespürt in den Armen. Dann nach unten in die Bahn der Beine. Beug dein rechtes Bein. Strecke es wieder durch. Beug dein linkes Bein. Was machen wir jetzt mit der Vorstellung? Ich stelle mir hier gern so einen Tennisball vor, der ist schön anschaulich und für die meisten auch nicht Qigong-Menschen sehr gut zu nehmen. Ansonsten klassischerweise stellt man sich diese leuchtende Energiekugel vor, die hier nach oben scannt und nach unten sinkt. Hier sinkt diese Ball, diese Kugel, was auch immer, in den Boden. Dann mit dem
Strecken des Beins geht es nach oben durch dein Dantien, sinkt hier links nach unten. Oberkörper bleibt bitte gerade. Ich zeige es nur vor. Strecken geht nach oben, sinken. Ihr könnt es euch vorstellen, rechtes Bein streckt sich, hier geht die Kraft nach oben, hier sinkst du nach unten. Hoch, tief. Leichtes Krafttraining, aber das, hier geht es um diese Ausrichtung der Beinachsen. Und Beinachse meint diese Verbindungskraftlinie zwischen Sprunggelenk, Ferse, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte. Eine zentrale, schöne Kraftachse nach unten in den Boden. Einmal noch zur anderen Seite und dann geht's in die Mitte. Letzte Übung, die Bahn der Wirbelsäule. Und hier stellst du dir vor, die Wirbelsäule wäre eher eine Wirbelkette vom höchsten Punkt des Kopfes mit dem schönen Namen Bai Hui, was übersetzt bedeutet die 100 Entspannungen. Mobilisierst du deinen zentralen Kanal, den Datenhighway des Körpers. Komm dann in eine ganz lockere Phase, in der du diese Bewegung ausklingen lässt und von selbst zur Ruhe kommst. Bremst die Bewegung nicht ab, lass sie auspendeln. Schließ noch einmal bitte für einen Moment deine Augen. Fühl nach. Wie geht es dir nach dieser kleinen Bewegungseinheit?